Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Macht der Elemente, anzunehmen bei Dovain Frosthoof in der Bovianischen Tundra, an dieser Position. Sollte eine Vorquest benötigt werden, dann könnte es diese Quest sein, fertig zum Transport, bin mir aber nicht sicher. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5 von Shadowlands. Außerdem mit einem Level 60er Charakter, also Maximalstufe. Ich sollte keine Probleme haben, diese Mobs zu töten, die für die Quest nötig sind. Aber dadurch, dass ich... Na, was wollte ich eigentlich sagen? Ich weiß, ihr werdet vermutlich die Quest machen, während ihr levelt. Und nicht Maximalstufe seid in WoTLK oder WoTLK Classic. Der Vorteil für mich ist, ich bin flott. Ich bin sehr schnell und kann mehr Quests machen in der Zeit, wo ich eigentlich kämpfen müsste. Weil ich mit einem Level 60er Charakter level und dann dauert es ewig, bis ich die Mobs tot bekomme. Wenn ihr seht, dass dieses Totem keine Reichweite zu den Mobs hat, diesen Dampfhüter, gewiss das Questgebiet übrigens, dann pullt die Mobs, addet sie und zieht sie in die Nähe des Totems, dann zählen sie dazu. Ihr seht auch, dass diese Mobs einen Debuff bekommen, wenn sie in der Nähe vom Totem sind. Schaut mal, ich ziehe ihn mit. Der hat nichts, kein Debuff. Er kommt in die Nähe des Totems und dann hat er dieses hier, Aura des Totems der Windzähle. Götten. Und er zählt zu Quest. Gut, das Totem hat keinen Cooldown mehr. Heißt also, ich kann ein neues aufstellen. Dann muss ich nicht so lange laufen. Jetzt muss ich warten. Die Buff ist da. 5 von 10. Der Mob hier hat noch keinen Debuff. Dann add ich ihn. Und jetzt wird er getötet. Quest-Item hat noch Cooldown, Mobs sind aber keine mehr in der Nähe. Dann laufe ich da nach unten. Und ich werde hier das Totem stellen, weil dann kann ich diesen Mob und den Mob da oben plus vielleicht den Mob in die Nähe des Totems ziehen. Dann wäre die Quest fertig. Die Buff ist da. Ich darf die Mobs nicht anschießen, weil sonst sterben sie. Mit einem Schuss Schlag. So. Natürlich könnt ihr sie anschießen, wenn ihr in WoTLK Beta levelt oder in WoTLK Zeitwanderung, in Retail bei Qwomi, dann müsste Anschießen funktionieren mit Stufe 15, 20, 30, wie auch immer. 9 von 10, sehr gut. Komm her, Mob. Ja gut, das Totem hatte keinen Cooldown mehr. Alles im grünen Bereich. Mir fehlt ja nur noch ein Mob. So. Erledigt. Hier kann man hochlaufen. Einfach weiterlaufen. An der Stelle kann man auch irgendwo hochlaufen. Weiß ich, weil ich habe vorhin ein Esel begleitet und bin da hochgelaufen. So. Quest ist abzugeben bei Dovain Frosthoof in der Bovianischen Tundra an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!